So, herzlich willkommen zurück. Wie ich ja vorher schon gesagt habe, bin ich jetzt vor Ifrit. Ja, jetzt schaue ich noch mal, ob die Squall könnte noch mal geheilt werden. Gut. Sortieren. Sehr gut. Sind die denn jetzt alle? Ach ja, Compatibility. Das ist die Freundschaft für die GFs. Ihr seht ja jetzt, bei Squall sind 650. Oder, ne, 630, Entschuldigung. Und bei Christus sind 636. Das wäre eigentlich dann jetzt besser für Christus, aber ich lasse Shiva noch weiter bei Squall. Gut. Naja, dann wollen wir jetzt mal Ifrit eben auf die Matte legen. Ah, jetzt wird gefragt, ob man fertig sei. Und wir sind bereit, um den guten Jungen auf die Fresse zu hauen. Ja, ist natürlich besser, wenn man jetzt Shiva ruft. Weil, wie jeder weiß, Eis ist sehr effektiv gegen Feuer. Ja, Ifrit regt sich auf, weil wir Shiva haben. Ist auch kein Wunder. Jetzt fühlt er sich also bedroht. Aber, ja, wer würde es nicht so sagen? Fritz sagt jetzt auch gerade, es ist nicht schlecht für einen Menschen. Aber lustigerweise ist es ja so, wir haben eigentlich nur mit den GFs angegriffen, mit den Garden Forces. Von daher finde ich das auch irgendwie lustig, dass er sagt, nicht schlecht für einen Menschen. Normalerweise müsste er jetzt eigentlich down sein. Nee. Hey, er hält noch was aus. Das ist. Ja, törichte Menschen. Ja. So. So, ich habe ja auch bei der letzten Episode gesagt, dass ich eigentlich normalerweise noch leveln wollte, aber
Die Monster sind hier einfach nur zu schwach. Da habe ich mir einfach nur gedacht, komm, gehe ich jetzt schon nach Ifrit. Habe ich nämlich mehr zu tun. Ah, Zauber der auf Shiva, ja. Ja, das war der Kampf gegen Ifrit. Einfach. So. Ifrit bestätigen. Ja. Ja, jetzt wird das alles noch mit den Elementen gesagt, wie man das alles macht. Aber es ist eigentlich recht einfach. Machen einfach mal auf Koppeln. Shiva nehme ich jetzt raus, mache ich Ifrit rein. Weil ich ja selber schon mal gesagt habe. So, das ist das jetzt mit dem, mit der Magiekoppel. Ihr habt hier im Moment drei Magieteile. Das ist Heilung, Feuer und Eis. So, Chris ist, gab uns gerade den Rat, lasst uns Eis nehmen für die Feuermonster. Ich sage mir nein. Weil es ist mir egal, ob ich jetzt nun Feuerschaden mache oder Wasserschaden oder sonst was. Es liegt immer nur darauf an, wie ihr das macht. Also ich würde sagen, bei Squall immer Feuer, weil er dadurch auch Stärke kriegt oder halt eben Ultima, wenn ihr Ultima schon besitzt. Von daher, ja, könnt ihr auch so machen mit Attack. Leider habe ich noch keine Ability-Punkte. Chrysis kriegt jetzt Shiva. Sie kriegt auch Feuer. Gut. Aus hier. Och, wie süß. Den greife ich jetzt einfach so an. So, jetzt müsste er größer werden. Nein, er greift normal an. Bomber, du enttäuschst mich. So, das war's.